Steuerstatistik vom Jahr 2012 zeigt, dass die Zahl der Steuerpflichtigen um fast 1,5% zugenommen hat, die Steuereinnahmen aber nur um etwas mehr als halb so viel gestiegen sind. Diese Zahlen mögen zwar extrem trocken tönen, für die Finanzvorsteherin Rosmarie Wittmer-Giesel sind diese Zahlen aber ein wichtiges Arbeitsinstrument. Weil auf der einen Seite kann man daraus herauslesen, wie das sich der Kanton respektive die Steuerzahlenden in diesen einzelnen Segmenten, wie sich das entwickelt, um feststellen oder auch eben sehen, ob die eingeschlagene Steuerstrategie, die man hat, ob das Früchte tragen. Zwar hat der Schaffhauser Fiskus im Jahr 2012 weniger Steuern einnehmen können, die aktuelle Steuerstatistik sind aber kein Grund zur Beunruhigung. Man muss sie eben als eine Fortsetzung von diesen Steuerstatistiken. Wir führen die seit dem Jahr 2005. Es zeigt aber klar auf, in dieser längeren Zeit, dass die Steuerstrategie, die der Kanton Schaffhausen verfolgt, auf der einen Seite bei den juristischen Personen, auf der anderen Seite aber auch bei den natürlichen Personen, dass da der richtige Weg ist. Eine auffällige Zahl in der Steuerstatistik ist, dass knapp 60% der Schaffhauser keine Vermögenssteuer gezahlt haben. Das bedeutet aber nicht, dass mehr als die Hälfte der Bevölkerung auf kein Vermögen zurückgreifen kann. Das ist weniger dramatisch, als was es auf den ersten Blick gehört, weil die 60%, die Sie hier nennen, das ist das sogenannte steuerbare Vermögen. Das heisst also, das ist das Vermögen nach dem Sozialabzug, das bei Verheirateten 100'000 Franken ist und bei den Alleinstehenden 50 und pro Kind nochmal 30'000 Franken. Das heisst also nicht, dass 60% kein Vermögen haben, sondern die können durchaus Vermögen haben, sie haben aber einfach kein steuerbares Vermögen. Die Zahl ist also kein Problem für den Kanton. Es gibt aber in näher und ferner Zukunft verschiedenste Herausforderungen, die sich die Finanzdirektorin damit beschäftigen muss. Das ist die Unternehmenssteuerreform 3, wo wir sehen, dass wir rund 360 Gesellschaften haben bei uns im Kanton, die sehr viel zum Steuersubstrat beitragen, insbesondere auch bei den Bundessteuern, die einen besonderen Steuerstatus haben, der soll abgeschafft werden mit der Unternehmenssteuerreform 3. Und da gilt es, andere Lösungen zu suchen. Ein Thema, das sich auch die Steuerzahler schon gleich damit befassen müssen, ist die Reichensteuerinitiative der alternativen Liste. Die fordert, dass Einkommen ab 210'000 Franken sollen höher besteuert werden. Zu dem Thema hat die Regierung auch schon Berechnungen angestellt, die zeigen, dass es rund 2 Millionen mehr Steuereinnahmen geben würde. Aber wir haben mal so eine Überschlagsberechnung gemacht und wenn man es ganz vereinfacht sagt, wenn noch jeder Achte würde wegzügeln von diesen rund 260 Steuerpflichtigen oder von diesen Steuerdossiers, die in diesem Segment betroffen wären, wenn noch jeder Achte würde wegzügeln, dann hätte man schon viel mehr verloren, wieder da man eben würde einnehmen. Die Befürchtung der Finanzdirektorin teilen die Initianten nicht. Sie haben keine Angst vor einer Abwanderung. Wir haben letzte Woche darüber berichtet. Der Leiter vom Steueramt schaut positiv in die Zukunft. Die gute Wirtschaftslage löse auch auf eine positive Entwicklung der Steuereinnahmen hoffen.